Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen heute zu einem neuen Video von mir. In den nächsten Tagen werdet ihr hoffentlich ein paar mehr Videos von mir sehen, denn ich habe noch einiges auf meiner Liste, was ich jetzt im Jahr 2021 alles noch erledigen möchte. Und deswegen hoffe ich, stört es euch nicht. Ich weiß, dieses Video ist nicht für jeden etwas, aber ich liebe es und ich finde es klasse, irgendwie das mit euch zusammen auszupacken. Ich kann natürlich auch verstehen, wenn man die Box nicht mag. Erstmal kurz, falls ihr zum ersten Mal heute reinschaltet, was ist denn das überhaupt, von dem ich hier rede? Und zwar ist das die Degusta-Box. Das ist eine monatliche Abo-Box, die ihr zu euch nach Hause bekommt. Die könnt ihr monatlich bestellen, aber auch nur einmalig. Das ist ganz euch überlassen. Ich werde euch mal unten den Link dazu verlinken. Da bekommt ihr immer noch ein paar Euro Rabatt auf eure erste Box. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ich glaube, ihr bezahlt nur 10 Euro anstatt 16 Euro. Aber das ändert sich leider immer etwas. Deswegen schaut einfach mal nach unten. Dann seht ihr das. Ja, ihr bekommt also eine Essensbox nach Hause. In der Regel muss ich jetzt leider sagen, habe ich festgestellt, dass es überwiegend Süßigkeiten sind. Aber dennoch finde ich die Box einfach nur klasse. Ich liebe einfach überrascht zu werden. Und das Ganze hat immer einen Warenwert von mindestens 15,99 €. Also mindestens das, was ihr auch bezahlt, habt ihr in der Box auch drin. Aber ich habe jetzt das natürlich immer mal so über die Monate zusammengerechnet und es war eigentlich immer um die 20 Euro. Mal ein paar Euro mehr, mal ein ganz kleines bisschen weniger. Aber 20 Euro seid ihr eigentlich schon auf der sicheren Seite. Ein kleiner Hinweis für Veganer würde ich die Box auf gar keinen Fall empfehlen. Falls ihr quasi auch solche Überraschungsboxen mögt, dann schaut euch da lieber mal woanders um, denn da sind ganz oft Produkte auch dabei, die vegetarisch sind und nicht vegan. Und dann lohnt es sich meiner Meinung nach auf jeden Fall nicht. Falls ihr dennoch Interesse habt, um mal zu gucken, was war denn da sonst immer alles so drin, ich verlinke euch unten mal die Playlist dazu. Da könnt ihr gerne mal reinschauen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir jetzt auch schon mit der Degusta-Box. Es ist immer auch für mich wieder eine kleine Überraschung. Die Zettel nehme ich einmal raus, denn da steht immer drauf, was in der Box drin ist. Und wir wollen uns ja überraschen lassen. Ich gucke natürlich jetzt ab und zu mal rein, um die Preise zu ergucken. Oh, Lay's, Chips. Mega, geil. Obwohl Pepper ist nicht so meins. Also ich bin nicht so der Pfeffertyp. Also Pfefferkörner oder so kann man mich mit jagen. Ganz, ganz schrecklich. Aber ich bin total der Chips-Typ. Also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Chips und zwischen Schokolade, würde ich auf jeden Fall, meistens auf jeden Fall, die Chips bevorzugen. Könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was für ein Typ ihr seid. Salzig oder süß. Und diese Chips hier kosten 1,59 €. Zur Überprüfung, ob deren Versprechen auch immer stimmt, werde ich jetzt hier oben einmal einblenden, wie viel Warenwert wir denn immer haben und am Ende dann überprüfen, hat das gestimmt, das Versprechen von Degusta oder nicht. Dann haben wir hier einen Tee, Apfelminze. Das klingt auf jeden Fall gut von Bad Heilbrunner, den kenne ich nicht. Na gut, steht hier auch neu drauf. Hier hätte es insgesamt vier verschiedene Varianten geben können. Und zwar, ich schaue einmal, naturreine Kräuter, Früchte. Nee, Moment. Also einmal dieser hier, dann Granatapfel, dann mit Ingwer und dann noch mit Orange. Also Granatapfel hätte ich auch sehr gerne genommen, aber den finde ich auf jeden Fall auch richtig toll. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich liebe vor allen Dingen in dieser kalten Jahreszeit Tee trinken besonders gerne. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf. Und ein Tee davon oder eine Packung mit, ich weiß gar nicht, wie viele Teebeutel hier drin sind. 15 Teebeutel kosten 1,69 €. Also es sind immer diese UVP-Preise. Natürlich im Angebot werdet ihr das bestimmt ja mal ein bisschen günstiger finden. Dann haben wir hier Kakaonips. Ja, zum Backen nehme ich mal an. Finde ich eigentlich ganz gut. Ich backe aber relativ selten. Und die kosten 1,99 €. Dann auch zum Backen, das finde ich ganz gut, und zwar Vanillezucker. Ja, kann man auch immer gebrauchen. Die brauche ich dann auf jeden Fall jetzt auch für meine gerösteten Mandeln, denn da kommt auch immer ein bisschen Vanillezucker mehr dran.
Und diese Packung hier kostet 1,59 Euro. Dann, cool. Ja, Salsa. Wie heißt das? So ein Fertigding für Salsa. Da hätte es auch wieder zwei Varianten geben können. Einmal Salsa und einmal für Guacamole. Da muss ich sagen, finde ich beides super. Und bin ich jetzt nicht besonders traurig oder so, dass ich jetzt das erwischt habe. Und dieses kleine Päckchen kostet 1,29 Euro. Dann haben wir... wie cool. Mit einer feinen Aprikosennote. Cool. Also von Melitta sind das richtige Bohnen. Ja, das sind richtige Bohnen. Also natürlich nur für Leute, die auch so eine spezielle Kaffeemaschine zu Hause stehen haben. Ich habe Gott sei Dank eine. Deswegen kann ich die dann auch benutzen. Diese Packung bekommt ihr so nicht im Handel, sondern nur eine 1-Kilo-Packung. Das sind jetzt 250 Gramm. Und umgerechnet kostet dann diese kleine Packung hier 3,75 Euro und die normale 1-Kilo-Packung kostet 15 Euro. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Also ich muss sagen, ich bin nicht so der Kaffee-Fan vom Geschmack her, sondern ich trinke Kaffee meist nur, damit ich irgendwie ein bisschen wacher bin. Deswegen schmeckt mir Kaffee, egal welche Art, eigentlich nicht. Aber ich bin trotzdem gespannt und das wird auf jeden Fall verbraucht, denn ich habe auf jeden Fall auch so eine Kaffeemaschine, so einen Kaffee-Vollautomaten. Dann haben wir hier auch noch was, und zwar Gemüse. Also ich denke mal, Tomatensoße mit Gemüse. Die kenne ich so auch noch nicht. Also die Marke an sich kenne ich, aber diese Sorte habe ich auch noch nie gegessen. Die kostet 2,19 Euro und da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. kann ich jetzt weiter zu gar nichts sagen. Dann haben wir hier nochmal so ein Fertiggericht, und zwar Soba-Cup-Nudeln mit Curry. Hier muss ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mir die selber geholt habe oder mal so... Nee, das war, glaube ich, mal in einer Box drin. Und zwar Thai, irgendwas mit Thai. Und die hat mir leider nicht so gut geschmeckt. Also das war nicht ganz so mein Geschmack. Und zwar kostet das 1,69 Euro. Finde ich eigentlich mal ganz cool oder ganz gut für den kleinen Hunger zwischendurch. Ist natürlich super ungesund. Dann haben wir hier einen Senf. Ja, Koriandersenf. Kenne ich auch gar nicht. Also Löwensenf finde ich mega. Das ist auch einer meiner Lieblingssenfarten oder Senfmarken. Und diese hier kostet 1,29 Euro. Und hier hätte es auch eine andere Variante noch geben können, und zwar mit Kurkuma. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, ob man den Koriander rausschmeckt. Ich muss sagen, Koriander ist nicht ganz so mein Geschmack. Dann haben wir hier einen Orangenextrakt in Öl, wahrscheinlich auch zum Backen. Das werde ich, denke ich mal, meiner Oma mitbringen, weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier so viele Backsachen schon rumliegen und das weiß ich echt beim besten Willen nicht, wofür ich das benutzen könnte. Meine Oma findet da bestimmt die ein oder andere Verwendung für. Und dieses kleine Fläschchen hier kostet 1,79 Euro. Dann haben wir hier so eine Marmeladentube. Wie cool. Also entweder hatte ich die schon mal in dieser Box hier oder ich hatte sie mal in der Brand News Box. Das ist eigentlich eine ähnliche Box, aber mit anderen Produkten drin und kostet auch ähnlich. Fand ich aber auf Dauer dann irgendwie nicht mehr so gut. Deswegen habe ich mich jetzt für die Degusta Box entschieden und da war auch mal so eine Tubenmarmelade drin. Kann aber auch sein, dass es schon in der drin war. Das weiß ich gerade nicht ganz genau. Auf jeden Fall Erdbeermarmelade. Mit Rhabarber, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Es ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig, aus so einer Tube Marmelade zu essen. Und hier hätte es auch noch weitere geben können. Erdbeere mit irgendeiner anderen Beere. Man kann es leider hier nicht so richtig sehen auf dem Bild. Dann noch Aprikose und Himbeere. Und diese Tube hier kostet 2,49 Euro. Dann kommen wir auch schon zum vorletzten Produkt. Und zwar einem Balsamico. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Ich liebe nämlich Tomate Mozzarella und da ist so ein Balsamico auf jeden Fall immer gut aufgehoben. Und diese Flasche, es macht auf jeden Fall richtig was her, muss ich sagen. Kostet 1,99 Euro und ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und dann kommen wir, glaube ich, zum letzten Produkt.
Und zwar etwas zu trinken, die Limo von Granini. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Ich liebe Limonade. Und eine von Granini, die Limo mag ich auch total gerne. Aber ich weiß gerade nicht welche. Es sieht auf jeden Fall sehr gewöhnungsbedürftig aus, weil es Orange ist und nicht Orange ist, finde ich irgendwie. Und die kostet 1,49 € und ist Produkt des Monats. Das waren jetzt tatsächlich schon alle Produkte. Das ging wirklich relativ fix. Ich packe einmal kurz alle wieder ein und dann rechne ich einmal zusammen, was das Ganze gekostet hat und dann sehen wir uns auch wieder. So, ich habe jetzt mal alles hier drapiert und nochmal alles zusammengerechnet und insgesamt hat das Ganze jetzt einen Warenwert von 24,83 €. Ja, wie soll ich anfangen? Also, ich finde es mal gut. Ich habe am Anfang ja noch gesagt, dass es mich stört, dass es immer Süßigkeiten sind. Und jetzt muss ich ja sagen, ist es meine Box fast ohne Süßigkeiten. Aber dennoch bin ich irgendwie nicht so ganz begeistert, muss ich sagen. Ich kann euch jetzt zum Beispiel auch gar nicht sagen, was mein Lieblingsprodukt ist. Vielleicht die Marmelade und der Tee. Weil alles andere, weiß ich nicht. Irgendwie bin ich nicht ganz so begeistert von dieser Box heute oder diesen Monat. Das ist jetzt die Gusta-Box aus dem Monat Dezember. Da hätte ich mir irgendwie vielleicht ein bisschen mehr was Weihnachtliches gewünscht. Ja, also wie gesagt, Chips finde ich mega, aber es ist mit Pfeffergeschmack. Aber man soll sich ja nicht immer täuschen lassen, ne? Also man soll ja erst mal probieren, bevor man rummeckert. Deswegen kann es auch sein, dass es total mein Geschmack ist. Man muss dazu auch sagen, dass ich schon oft Produkte dabei hatte, wo ich dachte, bäh, niemals, die werde ich niemals essen oder auch, die werden mir niemals schmecken. Und dann habe ich sie mir bisher immer wieder nachgekauft. Also das gab es tatsächlich auch schon. Deswegen kann es natürlich auch sein, beispielsweise, dass die Chips mir extrem gefallen. Balsamico finde ich eigentlich auch ganz gut. Damit kann man auch einiges machen und auch, wie gesagt, die Tomate Mozzarella. Da bin ich auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen gespannt drauf, wie das so schmeckt. Aber ansonsten keine schlechte Box, also definitiv nicht die schlechteste, aber auch nicht meine Lieblingsbox, also bei weitem nicht. Ihr könnt ja gerne mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr die Gusta-Box hattet, wie ihr die fandet diesen Monat, also für den Monat Dezember. Und dann würde ich auch schon sagen, war es das mit dem Video? Ach nee, kurze Sache noch. Und zwar wurde ich gefragt, wie ich den Degusta-Box Adventskalender finde. Und ich muss sagen, also ich finde ihn nicht schlecht, aber wie ich auch bereits am Anfang des Videos gesagt habe, hat normalerweise die Gusta-Box sehr, sehr viel Süßes. Und in dem Adventskalender sind sehr, sehr viele Süßigkeiten, was jetzt nicht schlecht ist, aber ich hätte mir vielleicht das ein oder andere vielleicht nochmal drin gewünscht. Ich weiß auch nicht. Ich kann euch gar nicht sagen, was so genau, aber irgendwas, so das gewisse Etwas fehlt mir da noch. Ich hatte ja sonst immer den Kalender von Brand News und da wiederum muss ich sagen, den fand ich besser als von der Degusta-Box. Also die Degusta-Box an sich finde ich besser als Brand News, aber bei dem Kalender ist Brand News auf jeden Fall um Welten besser. Also nur mein Empfinden, das ist ja wirklich komplett Geschmackssache. So, jetzt war es das aber wirklich mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die Box nicht, also meiner Meinung nach, nicht ganz so toll ausgefallen ist. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr dann dem Video einen Daumen nach oben da lasst und auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert ihr ganz, ganz gerne meinen Kanal. Das ist auch kostenlos und ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!